Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tales of Cestiria. So, meine Lieben, ja, wir sind hier auf Questjagd sozusagen und haben dadurch hier dieses Gebiet entdeckt, denn hier war ich noch gar nicht. Das habe ich irgendwie vollkommen vergessen sozusagen. Und ja, jetzt rennen wir hier gerade so rum, finden ein paar tolle Sachen, haben ein paar Gegner an der Backe, die mich hier ein bisschen nerven, aber okay. Da müssen wir jetzt mit leben. Deswegen machen wir den mal lieber schnell kaputt hier. Hallo, ich sehe nichts. Könntest du mal sterben? Dankeschön. Hey, ich habe doch überhaupt nichts gedrückt. Was soll das? Jetzt habe ich wieder keine Punkte mehr. Die habe ich doch gesammelt. Ich habe die doch gesammelt. Verdammt. Na gut, okay. So, hier haben wir einen weiteren Tigel-Mensch. Das ist ja nicht zu fassen. Aber diese Tigels, die finde ich sowieso blöd, deswegen, die mache ich nicht. Weil ich habe nämlich gelesen, dass man diese Tigel-Quest nur abschließen kann, wenn man das Spiel schon durchgespielt hat. Und wenn man dann irgendwo hingeht, dann ist da noch ein Tigel. Und so weiter und so fort. So, prüfen. Nein. Und das Blöde ist halt, man muss dann immer einzeln mit den Leuten da kämpfen. Und gerade Layla, die ist so richtig blöd im Kampf, weil die eigentlich am besten nur zaubert. Und das ist halt so das Problem, weil die Zauber dauern total lange. Der Koboldherr. So, Moment. Ah, ich muss mich verwandeln können, aber ich habe noch nicht genug Punkte. Ah, jetzt, jetzt. Komm schon. Ja, geht doch. So. Huch, das war schon wieder der falsche Knopf, den ich hier drücke. Warum konnte ich mich jetzt nicht bewegen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich muss aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Aber komm, wir schaffen das doch wohl. Wenn wir 58 Vieh oder wie viel das war kaputt kriegen, kriegen wir ja wohl auch hier diesen dämlichen Koboldkrieger kaputt. Das wäre doch belacht hier. Sehr schön. Levelaufstieg. Boom. Earth and Historia. Sehr schön. Der hat ihn also gefressen. So, grüner Irisstein Koik. Der verzweifelte General versuchte immer wieder, sich umzubringen, aber er kann nicht sterben. He tried to kill himself so many times. And yet, in the end, none of it worked. But wait, that's weird. You'd think at least one of them would have stuck. He probably wasn't serious about it. He sure as heck looked serious about it. Yeah. It really felt like he wanted nothing more than to die. I'm guessing this isn't a coincidence either. Hard to say. The more we learn, the more mysteries we find. That's pretty much how the world works. Okay, das haben wir geschafft. Could this be some sort of training? Ah, okay. So, was haben wir noch? Wir werden sie alle nacheinander suchen müssen. Danke für all die hilfreichen Hinweise, alter Mann, oder eher nicht. Gut, okay, das kennen wir ja schon. Dann machen wir jetzt das mit der Heiligen, würde ich sagen. Über die Kinder gibt es ja noch keine Neuigkeiten. Deswegen auf geht's zu der Heiligen. Dann werden wir das jetzt machen und dann machen wir das mit dem Elefanten. Und wer weiß, vielleicht finden wir auch irgendwo einen Hinweis, was mit den Kindern ist, wer der Mörder der Kinder ist. Das wäre ja ganz praktisch. Und ja.
Oh, wartet. Eine Meisterleistung. We've collected quite a few anomalous orbs. You mean those orbs you get from mutant Hellions? If you possess these orbs, you will be able to manifest powers beyond your ability. But there's also the risk of turning into a horrible monster. Then wouldn't it be better to throw them away or break them? It's fine for now since I've sealed its powers, but it's nevertheless something that can have a baleful effect depending on how it's used. And moreover, breaking them will cause malevolence to spread over the entire area. So in conclusion, it's a good idea to pick these up as we go to avoid further problems, right? Yes. But mutant Hellions are incredibly strong. If you ever find yourself in a tight spot, remember that there's no shame in escaping. Got it. Alles klar, jetzt haben wir also nach all der Spielzeit endlich mal einen Hinweis bekommen, was genau es bedeutet mit diesen, was es mit diesen anormalen Kugeln da auf sich hat. Ist ja nicht zu fassen, oder? So, Ausgang zur östlichen Brücke. Vor dem Schmelztiegel, südliche Oase. Mach mal das mal. Ich glaube, das ist richtig hier. So, einmal auf die Karte gucken. Da ist nichts schön. Dann geht's hier weiter. Most likely. Ja, wahrscheinlich ist er das. Also sehr wahrscheinlich. Und wahrscheinlich auch ein sehr starker Helion. Also, da bin ich sehr gespannt. Wie schaut's hier aus? Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Pünktchen, ein blaues. Und dann haben wir da einen ziemlich langen Weg. Hier gibt's bestimmt viele, viele Monster. Mal gucken, was hier so passiert. Okay, was haben wir denn hier? Sprich mit mir. Im Häftlingstauschsumpf gibt es ein Dorf, das von einer heiligen Frau gegründet wurde. Sie muss etwas merkwürdig gewesen sein, einfach so ein Dorf im Nirgendwo zu gründen. Ja, das haben wir ja eigentlich schon mal gehört, ne? Oh, was ist das für eine schöne Blume? Wie? Keine Entdeckung? Nichts? No, ich hätte gedacht, das wäre jetzt ein schöner Punkt zum Entdecken, aber okay, anscheinend nicht. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier. Es ist sumpfig, aber es ist nicht schlecht. Okay, ich glaube, ich werde mal lieber sicherheitshalber einmal speichern, falls ich dem Elefanten über den Weg laufen sollte. Dann wäre das ganz gut, wenn ich gespeichert habe. Okay. So, links oder rechts? So, ich gehe erstmal hier gucken, weil da hinten steht nur eine Kiste rum. Ich habe noch gar kein Vieh gesehen. Also noch gar kein Monster. Was ist denn hier los? Oh. Da sehe ich zwei Stück. Alles klar. Komm, die machen wir mal platt. Let's do this. These ones are even more adept at water attacks than Scylla. You should stand back while I take them on. We'll be counting on you, Edna. Aha. Edna ist anscheinend da richtig gut. Dann lassen wir doch Edna auch draufhauen. So, Edna, dann hau mal drauf, ne? Na komm schon. Na geht doch. Also, ich glaube, das müssen wir mal anders machen. Ich glaube, ich muss Rose mal mit jemand anderem koppeln. Also Mikleo ist da wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die beste Wahl. Deswegen machen wir das mal. Seraph wechseln. Hier, machen wir Edna rein, dann haben wir Edna auch drin. So, dann wollen wir mal schauen, ob das jetzt so besser ist, wenn ich das so mache. Ja, ist doch auf jeden Fall schon mal ganz gut so. Oh Gott. Ihr geht mir aber auf die Nerven hier mit euren Zaubertricks. Da, hier. Geh kaputt. The Beast. Sehr schön. Ist das was zum Entdecken? Nö. Oh, guckt mal. Wir können hier über riesige Seerosenblätter gehen. Sind das Seerosenblätter?
Ich weiß es nicht, aber wir können auf jeden Fall drüber marschieren. Ein Stern. Ein Seestern. Oh nein, gefährliches Treffen, auch das noch. Okay. Hier, schnell kaputt machen. Schnell kaputt machen. Wir schaffen das. Wir müssen nur aufpassen. Die anderen kommen nämlich jetzt auch gleich. Sobald das hier weniger werden. Das ist dann natürlich nicht so gut. So, jetzt müssten eigentlich gleich die anderen kommen. Ach so. Anscheinend ging es mir gerade nicht so gut, wa? Deswegen konnte ich amortisieren. So. Habe ich mich nicht geheilt? Kann ich mich nicht mehr heilen, oder was? Na, dann sterbe ich nämlich jetzt gleich. Das wäre nicht so schön. Ach so, ich glaube, ich kann mich im amortisierten Zustand gar nicht heilen. Nee, ich heile mich gar nicht mehr. Hm. Naja, wie auch immer. Egal, wir haben es trotzdem geschafft. Yay. So, jetzt sollte ich mich aber mal heilen. Ich finde, es ist mal wieder Zeit für ein leckeres Gericht. Lasst uns doch mal gucken, was nehmen wir denn da? Käsekuchen. Lecker Käsekuchen. So. Käsekuchen ist immer gut. Das geht immer. So, und dann... Ich glaube, ich muss aber trotzdem einmal bei den Arzt gucken. Amortisieren Feuer. Okay, ja, das sind die Arts. Aber was ist mit dem, was ich machen kann? Benötigt SA1. Aktivierung mit R2. Steigert vorübergehend die maximale KP eines Verbündeten um 20%. Hm. Okay. Gut. Weiß ich Bescheid. Da ist eine Kiste, die wir nicht aufkriegen. Oh, das ist ein Monster. Oh nein, jetzt haben wir schon wieder ein gefährliches Treffen gleich. Wenn wir nicht aufpassen. Oh nein. Oh oh. Das wird schlimm. The Silphid is a heinous wind art user. They can warp too. Don't take your eyes off them. Leave it to me. Ja, da müssen wir uns aber ganz schön anstrengen hier. Die sind nämlich alle böse jetzt. Na komm, wir schaffen das. Komm schon, stirb. Okay. Jetzt die hier kaputt machen. Sehr gut. So, wir machen einfach alles hier. So, komm schon, Rose. Was ist los da hinten? Willst du nicht mehr angreifen oder was? Ja, komm schon. Sehr gut. Ja, also es geht doch. Es geht doch, Mensch. Dann war ich ja doch nicht so schlecht. So, die Schatztruhe ist verschlossen. Wo renne ich eigentlich rum? Ah, da müsste ich echt mal ein bisschen aufpassen. Wo bin ich denn eigentlich gerade hergekommen? Hier nicht, ne? Nee, hier war ich nicht. Hier bin ich nicht hergekommen, alles klar. Aber wartet mal. Hm. Hier gibt es auf jeden Fall etwas, wenn ich hier hochklettere. Da müssen wir gucken. Ich will nicht wieder so viel übersehen wie in diesem einen Gebiet, was wir da jetzt noch so nachträglich gefunden haben. Das wäre nicht so schön. Nur eine Kiste? Ernsthaft? Ich bin hier hochgekrabbelt nur für eine Kiste? Ach, na gut.
Okay, da müssen wir mal gucken. Ich habe auch noch gar keinen Elefanten gesehen, ne? Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ich wüsste auch nicht, wo hier ein Elefant rumrennen sollte. Höchstens da hinten vielleicht. Wahrscheinlich irgendwo in so einer Ruine. Mit Sicherheit. So, hier könnten wir auch hochklettern. Dann will ich doch mal eben gucken, was hier ist. Da hinten ist ein Speicherpunkt. Vielleicht schaffen wir es ja bis dahin. Und hier ist einfach mal nichts. Eine gute Aussicht ist hier. Aber ansonsten nichts. Ja gut, wo ging es jetzt runter? Runter? Wo ging es runter? Hier doch eigentlich irgendwo. Hier. So, dann mal weiter. Da hinten können wir wieder hoch. Sehr schön. Ich bin gerettet. Okay, was haben wir denn hier jetzt? Aha. Hier könnte vielleicht sogar was sein, oder? Aha, hier ist tatsächlich etwas. Ein Speicherpunkt. Yeah. Vor dem Schmelztiegel. Hier ist also der nächste Tiegel. Wow. Oh nein. Geschicklichkeitsdekor. Oh Gott, nein. Wie viele rennen denn hier rum vor diesem Schmelztiegel? Das ist ja furchtbar. So, Moment. So, okay, so geht das wenigstens recht zügig. Sehr gut. So, erstmal wieder ein bisschen aufladen hier und dann los. Und da müssen wir aufpassen. Hier sind noch mehr. Es werden nicht weniger. Hilfe. Doch, es werden weniger. Es werden weniger. Alles gut. So, sehr schön. Okay, wir haben sie gleich kaputt. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir nur noch dieses Pflanzenvieh, aber das kann ich auch getrost hier stehen lassen. Okay, also den ersten Speicherpunkt haben wir hier in dem Gebiet gefunden. Jetzt muss ich aber mal gucken, wie komme ich denn zu diesen Ruinen? Das ist ein ziemlich weiter Weg. Erstmal muss ich wieder runter. Wo war denn hier jetzt noch? Hier. Okay, wir gucken mal. Na, da kann man nicht allzu viel erkennen. Aber doch, da könnte es eigentlich weitergehen. Na, hier nicht unbedingt. Das war so klar, dass das ein Vieh ist. Ja gut, dann wollen wir das doch mal eben kaputt machen, oder? So, machen wir das doch mal eben platt. Es dürfte ja nicht allzu schwer werden, hoffe ich. Zumindest bei dem, was wir hier so auffahren an Zaubern und so. Wow, meine Güte, ey. Das ist so krass, was wir hier so treiben. Sehr schön. Na also, es klappt doch. So, welches Level haben wir eigentlich? 46 und 3, nee, 42 ist das niedrigste. Alles klar. So, dann gucken wir hier noch eben. Hier ist auch noch eine Kiste. Oh nein. Sind hier schon wieder irgendwelche Viecher. So komischen Seesternchen da. Hier ist noch ein Kraut. Ey. Wieso denn jetzt ein gefährliches Treffen? Ach, das ist doch nicht schön. Das ist doch nicht schön. Und das alles auf diesem Seeblatt hier. Aber die kriegen wir echt schnell kaputt. Also das dürfte nicht allzu schwer werden, wenn ich mich jetzt nicht zu blöd anstelle.
Ja, gefährliche Treffen sind immer gefährlich. Und seitdem ich mal einmal diese Feen so platt gemacht haben in diesem Anwesen ganz am Anfang, bin ich sehr vorsichtig, was diese kleinen Feen angeht. Aber es ist eigentlich ganz cool, dass wir hier auf diesem Blatt kämpfen. Wir können die nicht so weit wegrennen. So, stirb. Sehr gut. Och nö, nicht schon wieder. Mach das doch nicht. So, nur noch der hier und dann haben wir's. Sehr gut. So, da kann ich nämlich rüber. Is this the village of the saint? No one's here. Not so sure about that. Okay, wir speichern. Und dann würde ich nämlich auch sagen, dass wir erstmal einen Cut machen. Ich denke, hier kommt jetzt mit Sicherheit ein Monster, was wir bekämpfen müssen. Da hinten ist auch schon eins, was so komisch leuchtet, aber das könnte auch nur ein ganz normales sein. Also ich würde am liebsten sofort gucken rennen, aber nein, ich muss einen Cut machen. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.